Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute startet wieder eine Filmwoche. Das heißt, diese Woche werde ich wieder Torten oder Rezepte zu Filmen machen. Heute, also diese Woche habe ich leider nur zwei Filme, da es wirklich zeitlich nur so gereicht hat und gerade nur die zwei tollen Filme laufen. Und zwar ist heute unser Film dran, Samira und mein Film. Und nächstes Mal ist Murats Film dran. Heute geht es um Rico, Oscar und den Diebstahlstein. Ach Gott, das ist immer so ein Zungenbrecher. Ja, die ist wahrscheinlich eine polnische Co-Produktion. Murat, ich finde es gar nicht lustig. Ja, okay. Gar nicht. Das ist ein ganz toller Kinderfilm und zwar sind es drei Teile insgesamt und das ist jetzt der dritte und letzte Teil. Und zwar sind das die Verfilmungen zu den Büchern von Andreas Steinhöfel. Steinhöfel, genau. Also nicht Steinhöfer, ganz berühmter Steinhöfel. Kinderbuchautor. Genau. Und im Film geht es darum, da ist einmal der hochbegabte Oscar und der tiefbegabte Rico, also so ungefähr wie Murat und ich. Und die beiden begeben sich auf... Ihr könnt euch aussuchen, wer ist tiefbegabt. Der war jetzt gut, hast gut gekonnt. Auf jeden Fall geht es um die beiden Jungs, sie sind befreundet und die erleben immer ganz viele bunte Abenteuer zusammen. Und dieses Mal gehen sie alleine auf Reisen und erleben ganz vieles. Vor allen Dingen streiten sie sich in diesem Film zum ersten Mal. Das finde ich immer ganz wichtig, dass Kinder sich auch mal streiten. Weil man muss ja auch lernen, sich wieder zu versöhnen. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal kurz den Trailer an, oder? Genau, noch ganz kurz, der Stein verschwindet. Ah genau, das wo, ach Gott, das habe ich ganz vergessen. Genau, der Stein verschwindet, also... wird gemobst. Genau, der Rico erbt nämlich so eine Steinsammlung und er denkt, es ist was ganz Besonderes und sein Freund Oscar sagt, es ist bestimmt nichts Besonderes und hat keinen Wert. Und dieser eine Stein, dieser Diebstahlstein, der verschwindet und dann versuchen sie ihn eben wieder zurückzubekommen. Genau, dann spielt es in der Ostsee. Genau, es spielt in der Ostsee. Cool. Und ich mag deutsche Filme sowieso ganz gerne. Genau. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Weil die einfach realistisch sind. Ich finde die einfach realistisch. Ja, vor allem der Tatort Sonntag. Tatort, genau, sonntags, jawohl. Tatort sonntags. 20:15 Uhr. Genau, aber jetzt gucken wir auf jeden Fall mal den Trailer an. Hey, sie stehen auf meinem Fuß! Hey! Oscar! 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 Rico! Lassen Sie mich durch! Ich habe Durchfall! Ich habe Durchfall! Geht doch. Rico und Oscar sind zurück. Darf ich nochmal den Kalbstein sehen? Schön. Mit einem neuen, spannenden Abenteuer. Und? Siehst du was? Glaub bloß nicht, dass du der Einzige bist, der sich für Steine interessiert, Doretti. Das ist ein Einbrecher. Der Kalbstein ist weg. Das Geheimnis des gestohlenen Kalbsteins führt die beiden Detektive bis an die Ostsee. Das waren dann alle? Einen haben wir noch unterm Tisch versteckt. Ist ein Ding, was? Ja. Morgen 16 Uhr am FKK-Strand. Am FKK-Strand? Was machst du da? Na, Tarnung. Nackt vor dem Unterlauter, nackt und viel weniger auf. Scheiße. Hallo? Hallo. Nach dem Bestseller von Andreas Steinhöfel. Plan A, rein ins Haus, Steine suchen. Und was ist eigentlich Plan B? Schreien und weglaufen. Ihr größtes Abenteuer. Ganz wundervoll. Der Stein gehört mir und ich soll auf ihn aufpassen. Also gebt dem Jungen seinen Kuhstein wieder. Kalbstein. Deine Aura ist gut. Rico, Oscar und der Diebstahlstein. Macht deine Mütze eigentlich automatisch schlau? Was? Und? Wie viel ist die Wurzel aus 18? Zahlen haben Wurzeln. Ab 28. April nur im Kino. Das war jetzt der kurze Trailer. Ich bin schon richtig gespannt auf den Film. Und wir werden ja öfter mal gefragt, ob wir denn nicht Rezepte oder Torten zu bestimmten Filmen machen möchten. Und ich suche mir dann die Filme immer aus. Also wenn sie zu mir passen und zu meinem Kanal passen, mache ich es natürlich ganz gerne. Es gab natürlich auch schon Filme, Murat, die habe ich abgesagt. Ja, so wie The Walking Dead zum Beispiel. Walking Dead war ein Zombie-Apokalypse-Film. Naja, passt nicht so ganz gut. Ja, das wäre nicht so lustig gewesen. Ja, auf jeden Fall finde ich es immer ganz schön. Vor allem, weil man so immer ganz viele tolle Torten kreieren kann. So wie jetzt hier diese Schatztruhe. Bei dieser
Schatztruhe ist es so, ich habe jetzt hier einen Schokoladenkuchen, den sich Samira gewünscht hat. Eigentlich wollte sie jetzt auch mit dabei sein, aber sie ist eingeschlafen. Und jetzt habe ich hier unten einen Schokokuchen und oben der Deckel, das ist auch ein Schokokuchen. Gefüllt habe ich es mit einer Schokoladenganache und dekoriert dann mit diesen Goldmünzen. Also ich finde es richtig hübsch geworden und es ist gar nicht so schwierig, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Deswegen nehme ich euch jetzt mit. Ich habe dafür insgesamt 3 Tage gebraucht und jeden Tag immer mal wieder ein paar Schritte gemacht. Dann kann man sich das nämlich ganz gut einteilen. Also insgesamt nicht 3 Tage lang, also nicht denken, ja, dass nicht 3 volle Tage, sondern immer nur so 2-3 Stunden. Und daraus ist diese Torte entstanden. Genau. Ja, wir starten jetzt direkt mit der Torte und ich zeige euch, wie das alles funktioniert. Ich werde jetzt zuerst einmal den Teig zubereiten. Und zwar habe ich da den saftigen Schokoladenteig vorbereitet, den ich gerne für Motivtorten nehme. Denn der ist auch richtig schön stabil und ich kann ihn zurechtschneiden. Ich werde den Teig jetzt in 2 Backformen backen. Ich habe jetzt hier einmal einen eckigen Backrahmen vorbereitet. Und zwar habe ich den auf 20 x 30 cm eingestellt. Denn die Schatztruhe soll später eine Größe haben von 20 x 10 cm. Und bei dem Backrahmen ist es dann so, dann kann ich mir nämlich da 3 Teigplatten zurechtschneiden. Und ich nehme dann noch eine eckige Backform, eine Kastenbackform. Und die hat auch 20 x 10 cm. Wer zum Beispiel aber eine Rehrückenform hat, so wie diese hier, kann auch die benutzen, denn da hat man schon diese Rundung, die man später für die Schatzkiste braucht. Normalerweise hätte ich jetzt auch die genommen, aber ich denke, dass die einfach wenige von euch haben. Deswegen backe ich das hier in der eckigen Kastenform und zeige euch dann später, wie man den Teig zurechtschneidet. Die Kastenbackform muss ich jetzt noch mit etwas Backpapier auskleiden. Das kann ich jetzt erstmal hier knicken und dann schön anpassen. Und die Teigportion, die teile ich jetzt auf. Und zwar kommt der größte Teil natürlich in die große Backform. Und ein kleiner Teil kommt dann in die Kastenform. Die fülle ich so etwa bis zur Hälfte. Den Backofen habe ich jetzt auf 160 Grad Oberunterhitze vorgeheizt. Die Kastenform braucht bei mir jetzt etwa 40 Minuten. Der Backrahmen braucht etwa 30 Minuten. Und nach dem Backen zeige ich euch mal das Endergebnis und zeige euch auch, wie die verschiedenen Teige dann aussehen und was es eben für einen Unterschied macht, in der Kastenform oder in einem Backrahmen zu backen. Die Teige sind jetzt gebacken und ich habe sie auch etwas abkühlen lassen. So sehen die Teige jetzt übrigens aus, die im direkten Vergleich. Also hier einmal im Backrahmen, da backen sie immer schön flach. Und in Backformen bekommen sie immer so einen Hubbel in der Mitte. Das ist jetzt bei dieser Torte nicht schlimm, da ich später sowieso so einen Kuppel brauche. Und die lasse ich jetzt über Nacht komplett abkühlen. Ich decke sie vorher aber mit einem Geschirrtuch ab, werde dann noch eine Zartbitterganache herstellen und die Torte morgen befüllen und dekorieren. Jetzt am nächsten Tag sind die Teigböden abgekühlt und ich werde die Teigböden jetzt mit einer Schokoladenganache und Aprikosenmarmelade befüllen, denn die Samira wünscht sich eine reine Schokoladentorte. Dafür habe ich jetzt hier etwas Aprikosenmarmelade mit Wasser vermischt, damit es etwas flüssiger wird und habe hier noch eine Schokoladenganache mit Zartbitterschokolade vorbereitet. Jetzt kann ich die Tortenböden rauslösen. Und jetzt kann ich direkt die große Tortenplatte zerschneiden. Und zwar möchte ich da jetzt die 3 Teile auseinanderschneiden, die dann 20 cm lang und 10 cm breit sind. Jetzt habe ich hier ein Cakeboard, das passt auch ganz gut. Das hat 1 cm Stärke und ist von der Größe her 30 x 25 cm groß. Da passt jetzt die Schatztruhe gut drauf und ich kann eben noch richtig schön außenrum dekorieren. Da setze ich jetzt direkt den unteren Teil drauf. Das heißt, hier mittig kommt etwas Ganache drauf. Da brauchen wir jetzt keine Zwischenplatte, denn ich kann das alles direkt auf dieser Servierplatte dann auch dekorieren. So. Und bevor ich jetzt die anderen draufsetze, muss ich natürlich erst die Marmelade mit dem Wasser erhitzen und kann dann die Tortenböden damit bestreichen. Sobald sich die Marmelade dann mit dem Wasser verbunden hat und aufgelöst hat, kann ich jetzt direkt den Tortenboden damit bestreichen. Den habe ich jetzt übrigens noch ein Stück zurückgesetzt, damit ich später vorne mehr Platz habe für die Dekoration. Und jetzt wird der Teig richtig schön damit getränkt. Dadurch wird der Teig auch etwas saftiger und man kann eben auch Geschmack mit reinbekommen. Ich warte jetzt noch kurz, bis es hier eingezogen ist. Die anderen Teigplatten drehe ich einfach rum und tränke die jetzt hier schon mal.
Dann könnt ihr auch gut einziehen und ich kann gleich die Torte mit Ganache bestreichen. Jetzt kann ich die Torte direkt mit der Ganache befüllen. Da kommt jetzt der zweite Boden drauf, der wird genauso befüllt und dann kommt da anschließend noch der dritte Boden drauf. Damit ich an der Torte weiterarbeiten kann, muss sie erstmal in den Kühlschrank und in der Zeit kann ich schon mal den zweiten oberen Teil befüllen. Diesen Kuchen werde ich jetzt mit einer Tortensäge zerteilen. Und zwar mache ich das hier zweimal. Dann kann ich den nämlich auch gut füllen und er bekommt noch etwas an Höhe. Die obere Platte setze ich auf eine Körperplatte, das ist so eine Leichtschaumplatte, aber es geht zum Beispiel auch einfach so ein kleines Pappstück. Das habe ich jetzt auch zugeschnitten auf 10 x 20 cm, bestreiche es mit Ganache und setze da den unteren Teil direkt drauf. Dann wird es genauso befüllt wie die untere Torte auch. Also erst mit Aprikosenmarmelade und dann mit Ganache. Der Kuchen ist jetzt schön abgekühlt, jetzt kann ich ihn zurechtschneiden und wenn ihr wie gesagt eine runde Form benutzt, also so eine Rehrückenform, könnt ihr euch diesen Teil sparen. Also jetzt müsst ihr euch praktisch hier oben so eine kleine Halbkugel denken und könnt dann hier die Ränder wegschneiden und die kann man dann beispielsweise benutzen, um Cake Pops zu machen. Und da ist es ganz hilfreich, wenn ihr euch von innen nach außen arbeitet. Zuerst die eine Hälfte, dann drehe ich den Kuchen um und dann kommt die andere Hälfte dran. Hier an den Rändern verläuft die Torte jetzt so ganz leicht nach außen. Und hier an den Kanten habe ich das so ein bisschen angeschrägt, also so einen kleinen Winkel reingeschnitten. Da haben wir einfach später eine richtig schöne Form für die Schatztruhe. Jetzt kann ich den Deckel der Schatztruhe ganz dünn mit einer Ganache bestreichen, lasse sie dann etwa 15 Minuten im Kühlschrank und dann kommt noch eine ganz glatte Schicht drauf. Die Zwischenzeit kann ich jetzt nutzen, um auch die untere Torte mit Ganache zu bestreichen und sobald die erste Schicht drauf hat, die Krümelschicht, werde ich die andere Torte komplett glatt streichen. Der Kuchen ist jetzt durchgekühlt und jetzt kommt da die zweite Schicht drauf. Die sollte möglichst glatt sein, damit gleich die Fondantschicht schön glatt auflegen kann. Diese Rundungen könnt ihr am besten richtig glatt abziehen mit einer Teigkarte. Deswegen streiche ich zuerst die Ganache immer mit der Palette auf und ziehe es dann mit der Teigkarte ganz glatt ab. Noch der untere Teil glatt gestrichen. Da ist jetzt nur wichtig, dass die Seiten glatt sind. Da oben ist nicht wichtig, denn die wird später durch die Goldstücke verdeckt. Hier beim eckigen Kuchen finde ich es immer ganz praktisch, mit so einer Teigkarte zu arbeiten, die einen schönen rechten Winkel hat. Denn hier kann ich sehen, wenn ich die Teigkarte ansetze, wo einfach noch ein bisschen Masse fehlt, hier zum Beispiel unten. Dann kann ich nämlich mit der Palette noch ein bisschen Ganache anbringen und das ganz glatt mit der Teigkarte abziehen. Das ist übrigens eigentlich gar keine Teigkarte, sondern so ein Gemüsehacker. Also man kann damit so Gemüse hacken, aber es eignet sich eben richtig gut, denn man kann es unten schön ansetzen. Und die Überreste da oben, die kann ich dann ganz flach mit einem Messer wegschneiden. Der Kuchen, der ist oben jetzt gar nicht perfekt. Man kann ihn natürlich noch glätten, wenn man möchte, aber man muss es wirklich gar nicht. Der ist auch hier etwas höher als hier, aber das ist gar nicht schlimm, das könnt ihr wirklich so lassen. Hauptsache, die Seiten sind etwas gerade. Jetzt stelle ich den auch noch kurz in den Kühlschrank und kann in der Zwischenzeit schon mal erstmal Hände waschen und dann noch meinen Schokofondant kneten. Da brauche ich jetzt etwa 500 bis 750 Gramm. Ich habe jetzt erstmal 500 Gramm Schokofondant weich geknetet und werde diesen jetzt auf etwas Bäckerstärke auf 3 mm dünn ausrollen. Dafür habe ich hier so zwei Holzstäbe.
Und dann wird es auch richtig schön gleichmäßig. Und jetzt schaue ich nach der höchsten Stelle an der Torte. Das sind jetzt bei mir etwa 7,4 cm. Und dann setze ich da einfach noch ein paar Millimeter dran. Also gehe ich auf ca. 7,8 und rolle jetzt auch die Streifen dementsprechend aus und schneide sie eben zurecht. Dann kann ich nämlich an alle vier Seiten diese Platten setzen und habe schöne gerade Kanten. Und entweder nehmt ihr jetzt dafür ein Lineal und einen Cutter oder ein Marzipanmesser oder ihr nehmt Teiggrätchen, so wie hier. Die kann ich jetzt schön einstellen und kann dann alle gleichzeitig schneiden. Um mir jetzt etwas Arbeit zu ersparen, werde ich die Teigstreifen jetzt so zurechtschneiden, dass ich zwei Streifen habe und die dann jeweils hier an die lange und an die kurze Seite setze, also dass es so um die Ecke geht. Das heißt, ich muss jetzt einmal die lange Seite abmessen. Das sind hier fast 20 cm, aber da müsst ihr wirklich etwas genau messen. Also 19,9 und dann kommt da noch die kurze Seite dran und die kurze Seite sind jetzt etwa 9,6. Also habe ich jetzt ungefähr 29,5. So, und damit es etwas einfacher ist, rolle ich jetzt diesen Streifen auf ein kleines Stäbchen auf und befeuchte die Torte mit etwas Backtrennspray. Und jetzt kann ich die Rolle hier am Rand ansetzen und kann sie abrollen. Dann könnt ihr die Fondantplatte direkt mit diesem Fondantglätter andrücken. Aber ganz perfekt mache ich es erst, wenn beide Platten auflegen. Und an diesen Ecken empfiehlt es sich immer mit zwei Teigglättern zu arbeiten, mit zwei Fondantglättern. Und zwar müsst ihr die immer so ein bisschen aneinander drücken und dann entsteht eine richtig schöne Ecke. Und Überreste von der Bäckerstärke kann man immer ganz gut mit einem ganz großen trockenen Pinsel wegpudern. Und bevor der Fondant hier jetzt antrocknet, werde ich mit einem Modellierwerkzeug, mit so einem Modellierpinsel, so ein bisschen Holzstruktur einritzen. Beim Deckel werde ich jetzt zuerst die beiden äußeren Teile überziehen. Und da mache ich es jetzt so, dass ich jetzt ein Stück hier vorne anlege, dann glatt drücke und dann schneide ich drumherum. Zuerst ganz grob und dann kann man die Feinheiten nochmal mit dem Cuttermesser abschneiden. Und für den oberen Bereich muss ich jetzt eine Platte ausrollen bzw. zurechtschneiden, die so breit ist wie der Deckel. Ich mache ein paar Millimeter mehr. Und bevor ich sie drüber lege, streiche ich hier an die Ränder noch ein bisschen essbaren Zuckerkleber. Und hier schneide ich zuerst unten die Kante weg und dann an den Rändern. Und jetzt werde ich auch den Deckel der Schatztruhe mit einem Modellierwerkzeug etwas strukturieren. Die zwei Torten lasse ich jetzt im Kühlschrank ruhen, werde jetzt schon mal ein paar Deko-Elemente vorbereiten. Die müssen nämlich bis morgen noch durchtrocknen, damit ich sie dann auf die Torte setzen kann. Dafür habe ich jetzt schwarze Modellierschokolade genommen und damit die Teile noch besser aushärten, nehme ich etwas Zellulosepulver und knete das ein. Da nehme ich jetzt so ungefähr ein Viertel Teelöffel auf 100 Gramm Modellierschokolade.
Jetzt rolle ich die Modellierschokolade auch 3 mm dünn aus. Und jetzt nehme ich so einen rechteckigen Ausstecher, steche da 2 Teile aus. Dann mache ich nämlich 2 Schnallen an die Torte. Jetzt brauche ich für die 2 Schnallen nochmal 2 Teile. Die schneide ich aber jetzt ein bisschen kleiner. Und jetzt werde ich hier unten jeweils ein kleines Schlüsselloch reinmachen. Und jetzt kennzeichne ich hier noch so ein paar Nieten oder Nägel. Das mache ich jetzt mit einer ganz kleinen Lochtülle. Dann brauche ich noch mal 2 größere Teile für die Seiten. Und jetzt forme ich noch einen ganz dünnen, langen Strang und daraus wird dann ein Ring gemacht. Den Ring lege ich jetzt hier hinten zusammen. Den kann man jetzt festkleben, muss man aber nicht, denn der wird jetzt gleich verdeckt. Und zwar von diesem Teil. Das drücke ich jetzt hier so ein bisschen dran. Dann sieht man nämlich auch, dass der Ring darunter durchgeht. Und es wird dann später, wenn es getrocknet ist, an den Rand geklebt. Die Teile lasse ich jetzt hier erstmal trocknen und werde jetzt nur noch die Perlenkette vorbereiten. Dafür habe ich jetzt weiße Modellierschokolade. Und da die jetzt nicht ganz hart werden muss und mir das ausreicht von der Konsistenz, lasse ich die jetzt so und knete kein CMC-Pulver ein. Die Perlenkette könnt ihr jetzt ganz gleichmäßig machen. Und zwar habe ich jetzt hier diesen langen Strang und schneide dann immer gleich große Teile runter. Und die forme ich dann einzeln zu Kugeln. Jetzt nehme ich ein Silberpulver und gebe es in ein etwas größeres Gefäß. Da kann ich jetzt nämlich die Kugeln reingeben und dann bekommt die diesen schönen Perlglanz. Einfach so ein bisschen schütteln und dann haben die den schönen Schimmer. Die Schlosselemente und die Perlen lasse ich jetzt bis morgen durchtrocknen und werde dann morgen die Torte noch zusammensetzen. Ich bin jetzt am dritten Tag. Heute werde ich die Torte zusammensetzen und auch servieren. Und jetzt werde ich noch die restlichen Deko-Elemente fertig machen. Die kann man natürlich auch gerne schon vorher machen, aber ich habe es mir jetzt auf heute aufgehoben. Und zwar werde ich jetzt aus etwas Vanillefondant eine Schatzkarte zeichnen und ausschneiden. Und zwar habe ich den Fondant mit etwas CMC-Pulver, also wieder mit Zellulose verknetet, damit die Schatzkarte schön austrocknet. Der Vanillefondant eignet sich dafür richtig gut, denn der ist ja nicht ganz weiß, sondern eher so ein Altweiß. Und deswegen finde ich, hat er echt schon die perfekte Farbe. Jetzt schneide ich das einfach ganz grob mit einem Pizzaschneider zurecht. Es muss auch nicht ganz gerade sein. Und damit die Schatzkarte jetzt auch richtig alt aussieht, werde ich hier an den Rändern noch immer ein bisschen mit einem Cutter praktisch die Karte ein bisschen zerstören, also einschneiden. Damit die Karte jetzt alt und verbrannt aussieht, werde ich jetzt noch braune und schwarze Lebensmittelfarbpulver nehmen und werde die jetzt einfach damit bepinseln. Immer ein bisschen am Rand. Am Rand darf sie etwas dunkler sein und da auch ein bisschen schwarz mit rein und in der Mitte darf sie noch hell bleiben. Bei der Karte ist jetzt wichtig, dass man auch die Rückseite wenigstens an den Rändern so ein bisschen bemalt, denn die Karte wird gleich noch ein bisschen aufgerollt und dann würde man das sehen. Also hier noch ein bisschen am Rand. Und jetzt nehme ich einen Cake Pop Stick und wickel hier oben die eine Ecke ein. Dann auch hier unten die gegenüberliegende Ecke
gerade so ein bisschen. Die Karte ziehe ich jetzt noch auf meine Schaumstoffplatte und lege dann hier unter die anderen Ecken auch noch was drunter. Dann sieht sie ein bisschen echter aus. Und dann kann ich sie jetzt erstmal antrocknen lassen und später dann noch bemalen. Jetzt mache ich mit der Torte weiter. Da nehme ich jetzt gerade wieder den gleichen Pinsel wie eben und noch einen kleineren. Und dann kann ich mit brauner und schwarzer Pulverfarbe auch hier so ein bisschen Tiefe mit reingeben. Vor allem in den Rillen kann man ganz gut mit dunklem Schwarz und Braun arbeiten. Und dann sieht die Torte gleich noch hübscher aus. Als nächstes mache ich die Schatztruhen fertig. Und zwar habe ich jetzt hier schwarze Modellierschokolade bereits ausgerollt und die schneide ich jetzt in dünne Streifen. Jetzt kann man die Streifen so schwarz lassen. Ich werde sie jetzt allerdings, damit es etwas hübscher aussieht, noch gold machen. Und zwar mit dem Goldpuder. Dafür lege ich sie jetzt hier auf ein Stück Papier. Und dann kann ich direkt mit dem Goldpuder draufpudern. Und dann werde ich die Streifen mit etwas Kleber ankleben. Den gebe ich jetzt hier ganz dünn drauf. Kann es dann drüber legen und dann auch gleich abschneiden. Und hier markiere ich jetzt wieder ein paar Nägel mit meiner kleinen Spritzhülle. Jetzt muss ich nur noch die getrockneten Teile, die ich gestern bereits vorbereitet habe, mit Gold bepinseln und dann auch noch ankleben. Jetzt werde ich, bevor die Schatzkarte ganz durchtrocknet, noch die Schatzkarte bemalen. Und zwar mache ich das mit Lebensmittelfarbstiften in Schwarz und Rot. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Grün und male da ein bisschen was drauf. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die einzelnen Elemente zusammenstellen. Und zwar kann ich jetzt erstmal die Perlenkette machen. Dafür habe ich jetzt hier eine Nadel mit Faden und werde jetzt ganz einfach die Perlen hier aufspießen. Und dann müssen die beiden Enden nur noch verknotet werden. Jetzt möchte ich noch das Cakeboard überziehen. Dafür vermische ich etwas Wasser mit Puderzucker. Und zwar so, dass es schön dickflüssig ist. Jetzt streiche ich die Masse ganz dünn auf die Platte auf und dann klebe ich da so ein paar Streusel drauf. Und zwar habe ich hier Löffelbiskuits ganz fein zerbröselt mit dem Mixer und dann sieht es aus wie ganz feiner Sand. Jetzt setze ich die Torte zusammen und zwar möchte ich, dass die Schatztruhe halb geöffnet ist. Deswegen kommt da jetzt ein bisschen Ganache auf die Oberfläche, damit ich so eine kleine Erhöhung habe. So, und auch damit es anklebt. Jetzt habe ich hier zwei Cake Pop Sticks, die stecke ich jetzt hier rein. Und die sorgen dann dafür, dass die obere Torte nicht in die untere einsinkt und dass der Deckel eben geöffnet bleibt. Da kommt jetzt auch ein bisschen Ganache drauf, einfach damit alles gut kleben kann. Und es muss jetzt auch gar nicht so sauber sein, denn diese Stellen, die werden alle gleich verdeckt mit dem ganzen Gold. Jetzt kann ich die Torte draufsetzen und ganz leicht andrücken. Jetzt fülle ich den Zwischenraum noch mit diesen Goldmünzen
Hoch, da war einer auf. Und die lege ich da jetzt einfach mit rein. Was man hier jetzt auch nicht vergessen sollte, ist die Perlenkette. Die lege ich nämlich auch hier rein und kann da dann gleich noch ein paar Münzen drüber legen. Zum Fixieren der Perlenkette da hinten kann man einfach zum Beispiel einen Zahnstocher nehmen und das da reinpieksen und die dann schön hinlegen. Dann fehlen da oben nur noch die Schnallen. Hier habe ich jetzt noch ein paar essbare Diamanten. Die setze ich hier jetzt auch mit drauf. Die passen wirklich super. Und die Diamanten fasse ich jetzt nicht mit den Fingern, sondern mit einer Pinzette an, denn sobald ihr mit den fettigen Fingern an diesen Zucker geht, wird er später matt und das wäre ziemlich schade. Zuletzt mache ich jetzt noch den Diebstahlstein, also den Stein, um den es die ganze Zeit eigentlich schon im Film geht. Man kann den jetzt auch zwei verschiedene Arten herstellen. Einerseits jetzt so wie ich es mache, ganz einfach. Oder ihr könnt zum Beispiel auch so einen Rock Candy machen. Den müsst man aber dann schon einen Tag vorher machen. Und zwar wird da einfach so eine Form aus Fondant gemacht und man füllt da so einen Sirup hinein, der dann später kristallisiert. Die Modellierschokolade habe ich jetzt schon vorgeknetet und damit sie ein bisschen Struktur bekommt, knete ich da jetzt diese Zuckerkristalle ein, also diesen Dekorzucker. Und jetzt nehme ich noch ein paar rote Kristalle, denn der leuchtet nämlich ein bisschen rot. Die sind rosa. Ja, die sind so rot-rosa. Der gehört so. Aber der sieht voll schön aus. Ja, gell? Und jetzt nehme ich ein bisschen weiße Pulverfarbe und tupfe da einfach so ein bisschen drüber. Dann bekommt der Stein noch ein bisschen Struktur. So, die Torte ist jetzt fertig. Samira, gefällt sie dir? Ja, mir gefällt sie auch richtig gut, denn hier ist mein Diebstahlstein und hier sind Samiras Steine. Weil Rico und Oskar, die haben eine Steinsammlung. Gell? Samira hat gerade ein Nickerchen gemacht, die ist aufgestanden, wie süß sie muss. War ganz kaputt. Ja. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt direkt mal an, oder? Genau. Ich wollte es eigentlich in der Mitte so halbieren und aufschneiden, aber ich glaube, ich schneide doch am Rand nur so eine Ecke weg. Egal, ich will auf jeden Fall ein Stück haben. Also jedenfalls, wenn man sie anschneidet. Natürlich, du kannst mir einfach den Deckel auf den Teller legen. Da, du kriegst schon mal eine Goldmünze. Jawohl. Mein jedenfalls Schatz. Beim Anschneiden mein sollte Schatz. Man vorher die Münzen natürlich wegnehmen. Bitte schön. Und die Münze hier nehme ich jetzt noch weg. Die Perlenkette kann man auch essen, gell? Ja. Okay. Und jetzt schneide ich hier was weg, okay? Darf ich das essen? Nein, ich zuerst. Nee, ich. Aber wenn mir nichts passiert, dann darfst du essen, okay? Lass mich probieren, wenn mir nichts passiert, dann darfst du essen. Abgemacht? Nein. Ich mag essen. Ja, das Samira darf das probieren. Kannst du mal zeigen, wie er aussieht? Oh, Entschuldigung, ja. Hier. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Der Fondant außenrum, der ist ja immer ein bisschen fester. So. Das ist ein richtig schokoladiger Schokokuchen. Der Fondant ist auch Schokofondant, oder? Ja, deswegen schmeckt er innen und außen gut. Und? Wie schmeckt er? Muss aber ehrlich sein. Wie schmeckt's, Schatzi? Du. Gut. Du machst aber spannend, hä? Sollen wir dem Papa auch ein Stückchen geben? Darf ich da was abreißen? Ja, mir kannst du ein bisschen mit Schokofondant. Aber nicht so viel. Mir kannst du mit Schokofondant geben. Ja, hier. Samira hat gesagt, nicht so viel, du darfst nicht so viel essen. Hier. Mhm. Dum, 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 dum. Der schmeckt so richtig
Schokolade. Schokolade, genau. Ja. Ja, erzähl. Jetzt gibt es ja noch ein Gewinnspiel. Und zwar wurden uns wieder Preise zur Verfügung gestellt. Die seht ihr hier. Ich habe 4 tolle Gewinnpreise. Und zwar sind da jeweils 2 Kinotickets mit dabei. Ein T-Shirt, genau. Und eine... Turnbeutel. Ein Turnbeutel. Einer kam sogar zu viel. Ich glaube, das ist der Turnbeutel für dich, fürs Fitnessstudio. Ja, genau. Das, danke. Ich habe in der ersten Klasse auch immer einen Turnbeutel vergessen. Genau, jetzt hast du wieder einen. Jetzt habe ich wieder einen. Genau. Gott sei Dank. Und ich habe beschlossen, dass du Rico bist und ich bin Oskar. Ach, schön. Ja, und der Murat erzählt euch jetzt, was ihr dafür tun müsst, um mitzumachen beim Gewinnspiel. Das Gewinnspiel, machen wir eine RTL-Frage? Nein. Doch, machen wir eine, komm, eine einzige. Du bist aber dafür verantwortlich. Okay, also RTL-Frage lautet, der wievielte Teil der Trilogie ist das jetzt? Nee, das machen wir nicht. Okay. Mach eine richtige Frage und ihr dürft dann gerne teilnehmen und unten in die Kommentare eure Antworten schreiben. Und wie jedes Mal bei so Filmkooperationen werden wir die Gewinner dann aussuchen und dann einfach schriftlich benachrichtigen. Okay. Und das Ganze läuft dann eine Woche. Ich habe eine coole Frage, aber jetzt weiß ich ganz genau, die ist wirklich knifflig. Okay. Okay. In dem Film spielt eine ehemalige Viva-Moderatorin mit. Die war mit, liiert mit Daniel Craig. Dem James Bond-Darsteller. Genau. Wie heißt diese Dame? Sie hat übrigens rote Haare. Okay. Und macht Werbung für L'Oreal. Okay, ich weiß es auch nicht. Und, also ich müsste nachgucken. Nee, okay, jetzt höre ich auf. Ja, aber okay, jetzt muss jeder wissen. Also falls ihr die Antwort kennt, welche Viva-Moderatorin damit spielt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht seid ihr eine ehemalige Viva-Moderatorin. Habe ich doch gesagt. Ach so, okay. Entschuldigung. Ja. Vielleicht seid ihr einer der Glücklichen. Murat wählt dann den Gewinner aus und wir werden euch dann schriftlich benachrichtigen. Und falls ihr auch so eine Schatztruhe backen wollt, dann geht auf meinen Blog, sales-blog.de. Da stehen nämlich nochmal alle Zutatenmengen ganz genau. Und wir werden diesen Kuchen jetzt aufteilen. Du nimmst ein bisschen was mit. Und die Samira nimmt ein bisschen was mit in den Kindergarten morgen. Und dann ist der auch ganz schnell aufgegessen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Samira. Sagst du auch Tschüss? Nö, gell? Nö. Thank you.